Oh, es hat sich viel getan. Oh, ja, es hat sich viel getan. Also, heute nochmal Zusammenfassung, wie es weitergeht. Neues Jahr, wir sind mittlerweile im März, wir waren im Livestream fleißig, es hat sich ein bisschen was getan. Und es geht jetzt hart rein in die nächsten Düngeaufträge. Die ziehe ich allerdings jetzt mal ebenso schnell durch. Ich glaube, ich habe die gesamte Map voll mit Düngeaufträgen. Also ganz, ganz, ganz viele große und kleine Flächen, die ich jetzt einfach düngen muss. Und dann ist die Frage, mit dem jetzt zusammengerafften und erarbeiteten Geld, schaffe ich es, damit Schafe zu kaufen? Alten Schafe. Schafe. Wie kommt er denn jetzt auf Schafe? Der wollte doch Fische machen. Ja, Mann. Aber ich komme einfach zu dem Punkt, dass ich Monat für Monat nicht ausreichend Cash mache. Und aus diesem Grund, Alter, hier gleich kommt die Bahn, ey. Aus diesem Grund brauche ich eine solide, konstante Einnahmequelle. Denn das mit den Fischen ist halt ja eine nette Spielerei. Das haben wir vor einer Woche im Livestream auch schon so ein bisschen errechnet. Das ist ja eine nette Spielerei. Aber der Verbrauch an Nahrung sozusagen und das, was darüber reinkommt, ist halt nicht so viel. Und deswegen muss ich eben gucken, dass ich natürlich meine eigenen Felder dafür habe, meine eigene Nahrungserzeugung. Und die brauchen drei verschiedene Nahrungsquellen, die Fische. Und dann muss das halt laufen. Also ich brauche drei, ich sag mal, mittelgroße, kleine bis mittelgroße Felder, damit ich eben ausreichend Nahrung erzeugen kann, damit die Fische mindestens mit dieser einen Ernte fürs gesamte Jahr versorgt sind. Ich möchte ja schon auch mehrere Fischfarmen direkt haben, also Fischbecken. Dementsprechend hätte ich dann natürlich auch gerne, ich sag mal, so mittelgroße Felder. Vielleicht wie das da oben, das braune, das sieht so auf den ersten Blick ganz gut aus. So mittelgroß, wo man mal so zwei, drei, vier, fünfmal so hin und her fährt, dann ist das so einigermaßen abgeerntet. So in der Art. Und ja, bis dahin braucht das natürlich Zeit. Und ich merke einfach, dass hier die Monate durchfliegen, aber die monatlichen Einnahmen einfach nicht so groß sind, nur durch die Aufträge. Also die Aufträge an für sich ist ein netter Nebenverdienst. Und ja, ich habe natürlich bisher meine meiste Kohle darüber gemacht. Aber das, was ich gerade habe, und das sind die Bienen, das ist das Windrad, das sind die Gewächshäuser, das sorgt dafür, dass die Basics so einigermaßen versorgt sind. Und jetzt mit dem nochmal größeren Silagefeld, mit dem Grasfeld sozusagen, habe ich natürlich wirklich große Mengen auch an Gras. Und dadurch kommt dann eben die Überlegung, nutze ich das ganze frische Gras nicht einfach für Schafe und lass richtig schön viel Wolle produzieren. Das war die Überlegung. Deswegen Schafe. Und natürlich direkt das Größte, was es gibt, den größten Stall, 96.000 oder irgendwas um die 90.000 Raps hingestellt. Plus, ich gucke gleich mal, wenn ich in der Nähe bin hier vom Viehhändler, wie viel so ein Schaf kostet. Plus Schafe. Das ist die Idee. So der Plan. Ich hoffe, der geht so einigermaßen auf. Und wenn das so ist, ja, dann haben wir jetzt in diesem Jahr zumindest gut Einnahmen, damit das so langsam alles hier rund läuft. Und dann war ja der Plan schon, wie in einem der letzten Videos gesagt, im nächsten Jahr muss das Silo da sein. Im nächsten Jahr, das kostet um die 200.000. Im nächsten Jahr geht es dann halt in die Fischzucht rein, dass dann im nächsten Jahr genug Geld reinkommt für, ja, eigene Felder und so weiter. So war schon der Plan. Also wir sind, glaube ich, trotz allem, trotz der ganzen Ausgaben und so weiter, auf einem ganz guten Weg. Ja, und dann läuft das. Jetzt erstmal, wie gesagt, düngen.
Das heißt, ich muss jetzt hier ganz, ganz, ganz viele Felder abklappern. Das wird noch einiges. Hier oben sind die ganzen Aufträge. Das ist alles nicht so wahnsinnig viel, was es an Cash bringt, weil ich ja auch den Dünger selber zahlen muss. Aber es bringt halt wieder Cash. Deswegen mache ich das jetzt mal eben ratzfatz schnell durch die ganze Gegend hier brettern. Was heißt ratzfatz? So ganz schnell wird das nicht gehen. Aber ich versuche halt so schnell wie möglich. Oh, es ist fertig. Perfekt. So schnell es geht, eben hier alles abzuarbeiten. Und dann gucken wir gleich weiter. So, da sind wir. Feld 39. Ich mache gleich erstmal die großen. Beziehungsweise hier die 25 gleich weiter. Und ja, es sind einige, ne? Hier unten die ganzen kleinen, die mache ich dann gebündelt. Das war jetzt hier das erste. Hier direkt das am Grundstück muss ich noch machen. Also es gibt viele, viele, viele kleine Felder. Die müssen alle noch erledigt werden. Hier oben noch die 11 und die 1 auch noch. Und wenn die durch sind, dann gucken wir, was Schafe kosten, was ich noch brauche. Und ja, dann kümmern wir uns auch noch um mein Feld 50. Denn da liegt jetzt auch noch Stroh, frisch gemähtes Gras drauf, was dann eigentlich wieder für die Schafe ist. Oder ich mache die, ich habe schon einen ganzen Anhänger voll mit Gras. Oder, können wir eben gucken. So. Oder ich baue halt hier einmal schon so einen Schafstall hin, setze da schon Schafe rein und lade hier schon mal das ganze Gras ab, damit die schon mal einigermaßen versorgt sind. Und dann kommt nämlich der Rest vielleicht doch noch komplett hier in die Silage rein. Also ein bisschen Silage ist schon da. Und wenn da halt noch mehr Silage zusammenkommt, ist das nicht schlecht. Bringt ja ganz gut Cash. So, jetzt erstmal düngen, Attacke Vollgas. So, der Düngemarathon ist durch. Also, mal eben schnell alles durchgedüngt. Das ist halt Hin- und Herfahrerei, nichts Besonderes. Hatten wir, glaube ich, jetzt schon mehrfach gesehen. So sieht es jetzt aus. Also, alle Aufträge eben abgeschlossen. Und jetzt geben wir die natürlich nochmal eben ab. Was sagen die Kohlen? 97.000. Und wir geben mal eben alles ab. Tak, 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 tak. Ja, wollo, jetzt gucken wir mal, ob noch irgendwelche Aufträge reingekommen sind. Nochmal düngen. Nee, ne? Nochmal zwei Felder düngen. Naja, immerhin für 1.800. Ich habe auch noch genug Dünger im Tank. Unkrautbekämpfung hier mache ich nicht. Aber die Düngedinger, also wenn die heute im Laufe des Tages noch reinkommen, mache ich die auf jeden Fall. Hängen wir gleich nochmal dran. 125.000. Das ist gut. Das bedeutet jetzt aber auch, ich fahre mal eben als erstes zum Viehmarkt und guck mir mal eben an, was so die Schafe denn eigentlich kosten. Denn das muss man ja auch irgendwie mal hochrechnen. So, hier ist der Viehmarkt. Ich war hier noch nie, nur zum Abgeben immer. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich hier vorne, ne? Wahrscheinlich hier vorne. Ich wollte gerade sagen, keine Ahnung, wo man hier hin muss. Ja, hier ist so eine Tatze auch noch. Perfekt. Gucken wir mal eben rein. Du hast derzeit keinen Stall oder Weide. Lol. Och nö. Wie soll ich denn vorher planen, wenn ich nicht weiß, was denn so ein Schaf kostet? Wie kann ich denn das? Gibt es hier nirgendwo so eine Preisliste oder was? Hallo? Einer da? Einer da? Auto steht vor der Tür, aber meldet sich keiner. Boah, das heißt, ich muss mir erst einen Stall dahin ballern und weiß dann im Nachhinein, ja gut, letzten Endes ist es wurscht, ne, wenn das Ding da steht. Andererseits würde ich dann vielleicht doch eher noch einen kleinen nehmen. Was ist, wenn so ein Viech jetzt, so ein Schaf jetzt, naja, 10.000 wird es nicht kosten, ne? Wir machen das mal. So, also schnell eingeparkt. Und dann hatte ich jetzt gerade im Livestream auch schon ein bisschen rumgeschaut, wo denn und wie denn hier was hinkommt. Also, der Plan ist, hier an die Kante kommt die Stelle hin. Ich stelle mich mal da so ein bisschen vor. So, da haben wir das Baumenü.
So. Jetzt müssen wir uns schön gerade hinstellen, damit wir das nochmal schön ordentlich vernünftig sehen. Tiere, Schafe, 97.000 überlappende Objekte. Ja. Jetzt ist die Frage, müssen wir hier... Wahrscheinlich müssen wir hier nochmal eine Runde begradigen, sonst gibt es, glaube ich, Theater. Oh lol. Okay. Oh, Triple Lol, was mache ich jetzt hier? Alter, ich werde weich, ne? Aber ohne Flachs. Das Ganze hier soll eh alles mein, das muss ich hier anders anmalen später, meine Area werden, wo hier die, wo hier nur noch Farm sozusagen ist. Nur das hier unten ist natürlich jetzt gerade extrem sackgängig, das muss ich nochmal irgendwie korrigieren. Jetzt gucken wir mal eben nach den Gebäuden. Tiere, Schafe, 97.000. Hier klappt das. Hier klappt das auch überall. Und da dann nicht mehr. Ja, das ist soweit gut. Ich muss, man sieht das vielleicht so ein bisschen. Links neben der Farm ist dieser gelbe Kasten hier, dieser Rahmen. Und das ist halt natürlich der linke Anhaltspunkt sozusagen. Und ich will nicht mitten auf der Straße stehen. Jetzt geht das da so ein bisschen in die Erde hier rein. Okay. Also, der Plan ist, hier ein Kasten, der nächste hier, zwei. So. Und der dritte müsste dann hier sein. Und da überlappt er schon. Bis wie weit hier? Okay. Bis dahin. Dann kommt da einer hin. Und dann kommt da einer hin. Das wird eine ganz knappe Geschichte. Das wird wirklich eine ganz knappe Geschichte hier. Deswegen machen wir das jetzt mal hier relativ weit links dran. Und ich stelle das erste Teil hier auf. Bam. 97.000. Sehr schön. Und jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen alles schön machen. So, guck mal, so geht das doch. Ist natürlich jetzt hier natürlich ja, ein bisschen schade. Das machen wir jetzt hier auch nochmal gerade. Weil hier natürlich jetzt... Ach, was ist das denn jetzt hier? Weil mir jetzt hier natürlich Fläche fehlt, ne? Beziehungsweise... Wird mir natürlich gerade alles schön. Machen wir das jetzt alles wieder grün? Ja, komm. Das machen wir hier einfach nur malerisch ein bisschen grün. Zack, zack. Kostet gerade richtig Cash. Aber die Kohlen kommen ja wieder rein. So. Zap, zarap. Und gut ist. So, nochmal ein bisschen Konzentration hier. Perfekt. Das habe ich hier immerhin meine schöne gerade Kante. Hier hinten kommt vielleicht sogar noch irgendwie ein Pflasterweg hin oder irgendwie sowas. Hier vorne kommen drei von den Farmen direkt nebeneinander. Da muss ich einfach gleich gucken. Hier, um dieses Kästchen hier geht es. Dass das hier neben einfach gut auch Platz hat und dass ich hier noch langfahren kann. Das ist wichtig. Und jetzt gucken wir mal eben rausgehen. Alter Faller, sieht mega nice aus. Das ist doch mal ein ganz, ganz, ganz neues Bild hier. Und jetzt kann man hier, oder soll man hier, konnte man auch hier Tiere kaufen? Nee. Also, offenbar doch nicht hier. Vielleicht, wenn man... ein anderes... Ne. Oh, wait. Ah, doch hier. Kann man. Hier ist es. Oha. Na, guck, so ein Schaf kostet 200.
Die Frage ist natürlich, das sind die Kleinen, ne? Das wird ja auch geil, im LS25 sehen die dann auch klein aus. Und jetzt ist die Frage, für was sind die geeignet? Was haben die Schwerpunkte hier? So ein schwarzes Schaf, auch nice. Braunes, alles schön gemischt hier. Tipptopp. Haben die Schwerpunkte? Mal eben durchlesen alles. So, wir haben hier das erste, das Bentheimer. Schafe produzieren Wolle, die direkt verkauft oder weiterverarbeitet werden kann. Das ist schon mal gut. Vielleicht können wir irgendwann noch was hinten dran bauen, was quasi die Wolle weiterverarbeitet. Schafe fressen Gras und Heu. Außerdem benötigen sie Wasser. Okay, das ist ein Jungtier, steht schon mal dran, das ist gut. Tiere, die gesund und älter als 8 Monate sind, können sich fortpflanzen. Perfekt. Weiterverarbeiten, Schafe fressen und so weiter. Dieses Tier hat sein Zuchtalter erreicht. Tiere, die gesund und älter sind, können sich fortpflanzen. Okay. Aber steht nicht Gebührtransport. Okay, die müssen wir reinrechnen. 50. Denn ich habe keinen Transport. 8 Monate. Tragzeit 5 Monate. Geschlechtsreife 8 Monate. Alter 0 Monate. Okay. Boah. Das heißt, ich müsste sonst 1 Jahr warten. Okay, dann warte ich nicht 1 Jahr. Denn das wäre sonst zu wenig. Knappe 20.000. 538. Es gibt keinen Unterschied zwischen diesen Schafen, ne? Zumindest nichts. Black Welsh Mountain. Schwarz-braunes Bergschaf. Alpines Steinschaf. Ich würde sagen, ich nehme mal so von jedem so eine Handvoll. Macht das Sinn? Ja, ich glaube, ich werde die mal schön ein bisschen durchmischen. 4 verschiedene Arten. Wenn ich 5 Stück von jedem nehme, haben wir 10, haben wir 20 Stück hier. 20 Stück würde kosten 10.000 irgendwas. Ich glaube, ich fange an mit 20 Stück. Und dann mal gucken, wie die sich weiterentwickeln. Oder soll ich mehr? Oder machen wir, ich mache sechs Stück von jeder Art. Ja, okay. Gehen wir rein. Also, 6 Stück. Jawohl. Kaufen. Ja. Nächstes. Auswählen, 6 Stück, kaufen. Ist schon eingestellt, alles perfekt. Alpines, auswählen, 6 Stück, kaufen. Und Bentheimer, auswählen, 6 Stück, kaufen. Ja, geil. So, damit haben wir jetzt hier 24 Schafe von maximal 65. Die sind alle alt genug für Knickknack und dementsprechend kann da jetzt ein schönes alpines Bentheimer schwarzbraunes Black Welsh Mountain Bergstein Schaf Landschaf bei rumkommen. Ich glaube, ich habe alles drin. So, das ist doch mal nice. Wo sind sie nun? Jau, hier chillen sie schon. Hammer. Aber sie haben nichts zu fressen. Sie haben nichts zu fressen und wie ist es mit dem Wasser? Oh mein Gott, jetzt muss ich mich auch noch darum kümmern. Jetzt aber schnell ab in den Traktor. Und schnell ankoppeln. Wir wollen jetzt erstmal schön das Gras reinkippen. Und ich bin natürlich gespannt, wie viel Gras passt da jetzt rein. Oh Mann, also ohne Flachs, ne? Und ich muss einstellen mit dem Verkaufen und sowas. Oder ob ich das einstellen muss, muss ich gleich mal gucken. Wenn das jetzt
so einigermaßen gut Cash bringt, ne, das wäre schon richtig game-changing. Also dann endlich mal hier auf den grünen Zweig zu kommen und nicht jeden und jeden räudigen Auftrag annehmen müssen, das wäre schon wirklich nice. So, kommen wir hier ein bisschen näher ran. Und hier können wir doch jetzt bestimmt gleich abladen. Ich fahre mal hier rückwärts dran. Guck mal, ich brauche tatsächlich hier auch ein bisschen Fläche, ne? Na, vielleicht kann man das auch ein bisschen geschickter anders machen. Ah, guck mal hier, Gras. I. Okay, läuft, läuft, läuft. Ich bin gespannt. Geht das ganze Ding rein? Ballert der hier alles rein? Wenn ja, mache ich mir gleich nochmal... Nee. Aber ich mache die Karre trotzdem gleich voll. Jetzt sind noch 4600 drin. Wir haben 11.500 Liter Nahrung. Die Tiere sind gesund. Was mache ich, wenn die krank sind? Gerne, wenn du Infos hast zu den Schafen, in die Kommentare schreiben. Was passiert, wenn die Gesundheit sinkt? Mache ich was falsch? Ist dann irgendwas? Gibt es Medizin oder? Bin ich gespannt. Und jetzt ist natürlich für mich die Frage... Nee, es gab ja noch eine Verkaufsstelle. Warte. Fällt mir gerade ein. Tiere, Schafe, hier. Automatischer Versand von Tierprodukten. Automatischer Verkauf von Tierprodukten. Ich liebäugel damit, das hier hinten hinzustellen. Oder hier? Also das Teil kommt auf den Palettenplatz der Produktion. Maybe so, maybe anders. Und dann lübt das. Ich würde sagen, so ist vielleicht am smartesten. Bringen wir das genau in die Ecken da rein. So. Überlappende Objekte. Aber soll man doch. Oh, oh, oh. Ich warte erstmal ab. Auch da gerne, wenn du eine Info dazu hast, gerne in die Kommentare schreiben. Gucke ich mir auf jeden Fall an. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Also, das lassen wir erstmal noch weg. Wie ist das mit Wasser? Sehen wir hier irgendwelche weiteren Optionen? War das hier drinne? Auswählen. Jetzt kann ich es bloß wieder verkaufen, ne? 120. Nee, genau, hier ist verkaufen. Nee, wollen wir natürlich nicht. Hocke ich genau davor. Da ist verkaufen. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Die sollen ja erstmal schön viele werden. Ja, hier wäre halt so ein weiterer Infostand ganz, ganz nice. Tiere. Aber sehr, sehr, sehr cool, wie unterschiedlich die auch aussehen. Naja, gut, einfach nur farblich, ne? Sonst so von der Färbung oder von der Gesichtsart oder sowas kein Unterschied. Da freue ich mich natürlich wirklich dann auf den LS25. Da gab es ja schon einige Bilder dazu, wie das dann aussieht mit so ganz kleinen Lämmchen, die dann da so rumtrollen und tollen und sowas alles. Das wird schon richtig, richtig cool. Bin ich wirklich gespannt. So, jetzt machen wir hier ein bisschen Platz. Ich sammle hier nochmal so ein paar Reste an Gras ein und dann geht es gleich hier nochmal auf die größere Fläche. Und ich mache hier nochmal eben das Ding voll. Also eine komplette Ladung hier nochmal rein. So, und den Rest mache ich dann eben, wie vorhin schon gesagt, komplett zu Silage. Aber dass ich hier zumindest nochmal für den Ersatz sozusagen, ich weiß nicht, wie lange das reicht mit den 11.500, dass ich da ausreichend Nahrung habe für die Schafe, nichts irgendwie zukaufen muss oder so, das wäre halt schon ein bisschen nervig, ne? So, komm. Und dann haben wir hier 50. Ne, komm, dann fahre ich mal eben hier quer drüber. Dann fahren wir mal direkt hier so lang. Und die Silageballen, die mache ich gleich auch noch. Danach muss hier das Feld auch noch komplett,
komplett wieder gewalzt werden. Wahrscheinlich lasse ich da aber auch einen Helfer einfach drüber fahren, der dann hier einfach alles nochmal fertig macht, damit das Feld hier wieder schön Gras produziert. Ja, und dann muss ich gucken. Dann wird es zum Teil mal in die Silage gehen und zu einem anderen Teil geht es dann eben ins Futter. Je nachdem, wie der Stand der Dinge ist, die Grasproduktion läuft. Also das habe ich jetzt tatsächlich ja sowieso. Also das macht ja jetzt keinen Unterschied. Ne? Das läuft ja jetzt jeden Monat oder alle paar Monate ist das hier fertig. Das heißt, ich kann hier schön Gras produzieren oder Silage. Sauber, fertig. Dann stellen wir das nämlich jetzt gleich hier vorne ab. Und dann ist das doch gut. Perfekt. Alter, ich habe Schafe, ey. Wer hätte das gedacht? Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass ich da mal so in die Richtung gehe. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, ey. So, das bleibt jetzt hier. Für den Fall der Fälle. Genau. Und daneben kommt dann einfach direkt der nächste Stall mit der Ablagefläche hier. So, dass man da trotzdem noch durchfahren kann. Und dann direkt daneben hier ganz am Rand der dritte. Und dann haben wir hier eine schön riesengroße Schafproduktion. Weil einfach nur Gras. Das hier wächst auch nochmal. Das werde ich ja auch noch einmal abernten, diese kleine Ecke. Und dann wird das aber auch alles irgendwann zubetoniert. Da muss ich mal gucken in die nächste Reihe. Ja, vielleicht mache ich die Gewächshäuser da nochmal richtig hin und den restlichen kleinen Platz, wo die jetzt stehen, da kommt dann, oder ich mache die anderen Gewächshäuser, wäre vielleicht auch nochmal eine Idee, die nochmal ein bisschen mehr Optionen haben. Ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Es gibt, glaube ich, noch viel zu tun. Jetzt, so, gucke ich gleich nochmal in die Aufträge rein, in die Ernteaufträge. Beziehungsweise wir gucken hier auch nochmal rein. Ja, da hat sich noch nichts getan. Das ist immer noch alles das Gleiche. Wir sind ja auch immer noch im gleichen Monat wie im Livestream. Also, hier wächst und gedeiht so einigermaßen. Schafe laufen. Aufträge laufen, glaube ich, noch nicht weiter. Werde ich gleich nochmal ein bisschen vorspulen. Vielleicht kommen da noch ein paar Düngeaufträge rein. Und ich gehe jetzt gleich noch Silage machen. Ja, so viel zu den Schafen. Es hat sich ein bisschen was geändert, aber wie gesagt, es lohnt sich einfach, jeden Monat konstant Cash zu kriegen. Hätte ich von vornherein schneller machen sollen, das weiß ich jetzt. Ist also ein gutes Learning gewesen, aber man kriegt einfach nur durch die Aufträge. Es ist zu wenig, was da konstant reinkommt. Man muss einfach hier so ein passives Einkommen trotzdem auch noch haben, dass das einmal mitläuft, dass man dann noch die Aufträge macht. Also, dass das eben bonusmäßig auch noch mitläuft. Dann lohnt sich das Ganze. Wie gerade schon gesagt, wenn du Infos hast hier zu diesem extra Verkaufsstand bei den Schafen, gerne in die Kommentare schreiben. Soll ich das Gerät, also muss man das hier wirklich so draufstellen, muss das bloß in die Nähe wie bei den Bienen, dann ist mir, glaube ich, schon gut geholfen. Ja, so viel dazu. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen Silage machen. Was muttert Mut. Bis zum nächsten Mal. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin.